Nee, jetzt halt mal den Mund. Oh nein, zu so einer hässlichen Bier-Offending spielt's ja. Ist es für dich ein Problem, wenn ich das Ganze mal hochlade und dann sollen einfach die Leute bewerten? Bevor das Video losgeht, habe ich eine kleine Information für euch. Und zwar ist das gerade der zweite Teil, den ihr seht. Der erste Teil ist der erste Link in der Beschreibung. Könnt ihr einfach anklicken und euch vorher angucken. Würde ich auch an eurer Stelle gut tun. Versteht das Ganze nicht? Für alle, die jetzt nicht draufklicken, kurze Zusammenfassung. Ich habe auf dem Server hier, auf meinem Server, habe ich einen Typen gefunden. Und der Typ hat tatsächlich mich gegrieft. Und zwar habe ich mit meinem zweiten Account ein Haus gebaut. Und da ist er anscheinend hingekommen, hat mich ein bisschen veräppelt. Und ich habe ihn letztendlich dann in den Teamspeak geholt, gelockt. Und jetzt gerade sind wir dabei, das zu regeln, wie er denn hier grieft und dass er meint, dass er mich einfach verarschen kann. Viel Spaß! Sven, aber... Oh nein! Hier fallen wieder aus! Ich bist du denn für ein Idiot, Alter? Ich baue doch wieder auf! Klappt das ja. Denn auch, wenn du schreibst, ich suche was zum Wohnen und ich griefe nicht? Des Öfteren manchmal. Es gibt ein paar dumme Leute. Gibt's, warte, jetzt mal ganz ehrlich, gibt's echt Leute, die darauf noch reinfallen? Ja. Aber es gibt ja so viele, die werden immer weniger. Weil man alle die Leute kann. Okay, weil du die alle griefst, oder? Ja. Oh, danke, danke. Ey, du hast gerade gesagt, du bist blöd. Du also, hast gerade. Digga, drum, merkst du das? Schau mal, was ich kann. Alter. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nein. Ich bin der Admin vom Server hier. Alter, laber nicht. Du hast so Geld gekriegt, ich weiß doch, dass du Geld gekriegt. Du, warte, ich sag dir, ich bin der Admin hier und du griefst einfach weiter. Was ist denn los mit dir? Ey, lass mich nur. Alter, erstens bist du der Admin, sondern auch du Game-Mode. Also ich bin kein Admin. Ja, du bist kein Admin, genau. Das ist okay. Teleporten. Ich weiß nicht, Teleporten unter anderem, ja. Also du hast recht, den Admin gekriegt, aber du bist nicht der Admin vom Server. Nee, nee, ich bin nicht der Admin, nee, das ist Quatsch. Der Admin ist von Mojang gekauft, mein Name. Von Mojang ist der Admin. Das schreibst du, ich hör's doch. Aber so, lass die Admin Ruhe, wir vergessen die Sache, ja? Bin ich nicht der Admin? Wohin rennst du denn jetzt? Scheiße. Bleib doch mal hier. Nein! Wir müssen das jetzt in Ruhe klären, was du hier gemacht hast. Ich hab nichts getan! Ja, du wolltest doch mein Haus wieder aufbauen. Ja, hab ich doch, du bist doch Admin, ganz selber. Ich möchte aber nicht, dass du wegrennst. Ich hole dich jetzt zurück. Nein. Wir klären das jetzt mal ganz in Ruhe, wir beide, was du denn hier lass mit meinem Haus in Ruhe machst. Wir klären uns, sonst mache ich bei dir alles kaputt, deine Base und so weiter. Dann grieve ich dich richtig, okay? Nein, nur mich hast du hier viel gebaut auf dem Server? Sag mal ehrlich. Nein, doch. Ganz aber ehrlich, hast du was gebaut? Sollen wir mal bei deinem Haus gleich vorbeischauen, was du da so Schönes hast, oder willst du das lieber klären? Ja, komm mal. Sollen wir es klären? Okay, ich hole dich her. Du heißt doch Karl Otto 14, richtig? Nein. Komm mal auf den Server wieder. Was bist du denn? Hältst du mich für blöd? Was ist das alles? Entfass dich los, sonst hätte ich dich! Ja, wenn du jetzt raufkommst und es mit mir klärst, warum du hier griefst, können wir das gerne tun. Ja, es tut noch Spaß! So! Jetzt lass mich holen! Entbann mich bitte! Oh, bitte! Pass auf. Bitte! Ja. Ich entbann dich und dann kommst du her und wir klären das, ja? So, ja. Wir beide klären das jetzt mal. Also, du guckst keine Griefer auf YouTube außer Mojang Minecrafter, richtig? Genau. Also weißt du nicht, wer ich bin. Arasul, aber sonst nicht, nee. Arasul auch, okay. Also weißt du nicht, wer ich bin und dass ich den Server hier betreibe, weißt du jetzt mittlerweile, aber du weißt nicht, dass ich auch, ich sag mal, Videos auf YouTube mache. Nein, weiß ich nicht. Weiß nicht mehr, wie du heißt auf YouTube. Ich glaube, du wirst noch viel lernen, mein Freund. Du räumst jetzt meinen ganzen Keller auf, weil ich hätte es echt gern wieder sauber. Ja, wir brauchen aber eine Spitzhacke. Du räumst den jetzt auf und banne ich dich, okay? Ja, okay. Und du machst jetzt alles wieder heile unten, sonst bin ich gleich echt wütend auf dich und banne dich, ja? Okay, und? Und in der Zwischenzeit suche ich mal kurz meinen Kanal raus, send dir einen Link. Okay. Und du guckst dir mal an, was ich dir hier sende. Okay, so. Ja, ich räume schon deinen Keller auf, ist ja gut. Zufrieden. Du aber bist mein Profi-Griefer. Wenn du mich bannst, dann kommt mein großer Bruder und dann würde ich sowas von weg. Halt doch die Fresse jetzt. Krieg ich auch ein bisschen Spaß? Willst du nicht gebannt werden, weil das hier ein guter Grief-Server ist? Kann man da gut Leute verarschen? Ja, weil die alle ein bisschen wohl sind. Du weißt was? Ich habe dir gerade meinen Link gesendet vom Kanal. Schau dir das einfach mal an. Ja, okay. Dann weißt du vielleicht, wer ich bin und so, warum ich das gerade so lustig finde.
Aber du bist mir echt ein Profi. Du bist mir echt ein Profi-Griefer. Du griefst meinen Keller und jetzt räumst du ihn auf. Das finde ich, ich finde es sehr gut, aber du musst noch ein bisschen was lernen, mein Freund. Guckst du gerade den Kanal an? Ne, werde ich mal nicht öffnen. Oh, Alter! Ich bin so doof. Alter, wenn du mit Sex offen, wenn du jetzt so eine hässliche Viren auf ein Ding spielst, ja? Viren? Ah, ne, okay, dann nicht. Okay, YouTube hat sich geöffnet. Hä? Soll ich dir jetzt wie was? Guck dir einfach meinen Kanal an, dann siehst du, wo du bald mal landest, ne? Als, ich sag mal, Profi-Griefer oder so. Was? Hast du deine Position, die da hart erarbeitet? Alter, nimmst du gerade auf? Ich weiß, das nimmst du gerade auf. Was? Nein, ich nehm nicht auf! Bist du auch Creep? Du verarschst dich! Sag's dir. Aber dein Name ist halt so mega, weißt du? Du weißt was? Ist es für dich ein Problem, wenn ich das Ganze mal hochlade und dann sollen einfach die Leute bewerten? Per Dislike oder Like oder Kommentar? Sie dich als Griefer finden? Ich würde sagen, also, wenn man liked, dann bist du ein Noob-Griefer und wenn man disliked, dann bist du besser als ich, okay? Ja, verarsch mich halt, ne? Sollen wir das so machen? Weil wir machen das einfach so, wenn du sagst, ich darf das Ganze hochladen, dann dürfen dich die Leute bewerten. Dann hast du ja den Beweis, dass ich das bin, oder? Also darf ich das Ganze hochladen? Ist das okay, wenn ich das kommerziell nutze, deine Stimme und so? Oder willst du das nicht? Okay, du darfst nicht, nein! Du bist darf ich nicht Profi, du darfst nicht auf mir, nein! Niemals, Alter! Willst du das nicht? Willst du nicht nein, als Profi-Griefer auf YouTube lernen? Nur weil dieser eine Grief mal falsch gelaufen ist, ne? Dieser eine? Wie viele Griefs hast du vorher schon gemacht? Ja! Wie viele? Weiß nicht. Hab mir aufgeschrieben, hab mir mitgezählt. Schon mehr als 5 oder weniger? Ich glaub mehr. Aber nicht auf diesem Server, ja? Also du bist Admin, okay. Also nicht auf deinem Server. Sondern mehr so auch auf so einem Minicraft Attack Server oder so. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich werde das Video hochladen. Ich werde das Video mit dir hochladen. Wie bitte? Hast du das gut gemacht? Ich hab doch gut aufgeräumt, oder? Ja, so ist ganz gut. Aber pass auf, ich werde das Ganze jetzt hochladen, auch wenn du das nicht willst. Und dafür banne ich dich nicht auf dem Server. Okay. Sollen wir das mal machen? Ja, dann kann ich dir auf YouTube anzeigen, wenn du so willst auf deinem. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Dann werde ich einfach. Nee, jetzt halt mal den Mund. Halt die Klappe jetzt so. Wir machen das jetzt so, ich werde deine Stimme verzehren so ein bisschen. Das passt schon. Aber wenn du nicht gebannt werden willst, dann gehst du jetzt von diesem Haus weg, kommst nie wieder her. Wenn ich dich noch einmal irgendwo sehe, hier in der Nähe meines Hauses, dann gibt's aber einen ganz, ganz dicken Bann. Ja, okay, hier, deine Bierspitzhacke da ist. Dankeschön. Tschüss. So, Abgang jetzt. Aber bitte nicht bannen, ja? Du hast jetzt Glück gehabt. Nein! Weil Griefing ist hier erlaubt. Nein! Was? Hast du ADHS oder so? Nein, also, Griefing ist hier erlaubt, ne? Lass mich in Ruhe! Warte mal, Jungs! Bin ich jetzt pädophil oder was? Ja! Was bist du für ein Mensch, Alter? Hast du ADHS, was bist oder du was? Du bist ein Mensch! Okay, gut. Hat mir Spaß gemacht, dich zu treffen. Bis dann. Und grüß. grüß YouTube. Okay, er ist gegangen. Ach, Leute. Ich weiß nicht, was man von sowas halten soll. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr denkt, er ist ein Noob-Griefer. Wenn ihr denkt, er ist ein Profi-Griefer, gebt einfach einen Daumen nach unten. Nö, also Daumen nach oben gleich Pro, Daumen nach oben gleich Noob-Griefer. Daumen nach unten gleich, er ist der beste Griefer und besser als ich. Und das war's mit dem Video. Haut rein und ciao. So, mal ganz kurz zum Schluss, bevor sich jetzt wieder alle beschweren, warum ich das Ganze in zwei Teile gesplittet habe. Jetzt sagen wieder, du bist voll Like-geil, voll Geld-geil, das macht man doch nicht. Letztendlich ist es so, dass ich wegen diesem Strike, ihr kennt ja diese Dagibi-Geschichte, keine Videos länger als 15 Minuten hochladen kann. Das Ganze ist zusammen ungefähr 18 bis 20 Minuten lang. Deswegen kann ich das Ganze nicht hochladen. In einem Teil, das tut mir echt leid, ich wollte es eigentlich echt in einem Teil bringen, hat es schon hochgeladen. Dann hat YouTube gesagt, nee, das geht nicht. Deswegen versteht es bitte.
Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Nachtrag Nummer 2, der mir gerade aufgefallen ist. Ich habe ein saugeiles, verdammt cooles Intro gefunden auf YouTube. Ich werde euch das mal unten verlinken. Das ist der zweite Link in der Beschreibung. Der erste Link führt zurück zum ersten Video. Der zweite Link ist das Intro. Guckt euch das bitte mal an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das geil findet. Und wenn ihr selber Intros machen könnt, dann bitte, 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 Leute, erstellt mir so ein Intro. Das Ganze aber bitte nur zwischen 5 und 10 Sekunden lang. Bitte nicht länger. Und ich würde das so feiern, wenn ich so ein Intro kriege. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Tschüss!